Butterweizen-Silor ist in der Genossenschaft im Silo. Abrechnung habe ich auch gerade bekommen. Und der Ertrag stimmt da jetzt mal. 12,4 Tonnen gibt 95, also 9500 Kilogramm die Hektare. Das gefällt jetzt mal dem Bauerhause. Den Seiler werde ich wieder sehen. Das zweite, der Arina, ist Grundpreis, oder der Preis ist 45 Franken und es hat Ertrag gegeben 8400 Kilo von einer Hektare. Gibt nachher 3,142. Ist defekt bei meiner Yamaha jetzt im Hochsommer, das ist keine Diskussion. Und ich habe, hier sind so Gewichte montiert und auf dieser Seite Gewicht raus. Und da wird der ganze Brief wird hier gewechselt. Hallo Freunde, ich war ja in der Werkstatt heute Morgen mit meiner Yamaha Phaser. Gasgriffreparatur und da haben sie mir einen Elektroroller gegeben, um nach Hause zu fahren. Ein Yamaha Elektroroller. Das erste Mal ist der Bauerhaus elektrisch gefahren in seinem Leben. Ja, zwei Akkus mit 60 und 57% Leistung. Kann man ihn auf Sport fahren, dann fährt er knapp 80 km/h. Oder auf Smart, dann fährt er 50 km/h. Braucht weniger Batterie. Und ich habe doch für die Strecke Rietwil-Ersingen, wie viele Kilometer sind das wohl? Sage ich einmal 8 Kilometer, habe ich 10% Batterieleistung gebraucht. Also, ab, hole meinen Yamaha Phaser wieder zurück. So, Griff repariert, neuer Griff, neues Griffgewicht und die Heizung ist auch neu. Griffheizung. Jetzt ja kein Thema, aber mich hat gestört das fehlende Lenkerende, das Gewicht ist mir abgefallen, das hat mich gestört und der die Heizung war kaputt, darum konnten wir das gerade alles wechseln. Und wenn es dann kühler wird, kann ich dann heizen. Jetzt ab nach Hause. Stroh pressen, Stroh nach Hause führen. Freunde, das ist dann schon was ganz anderes. Schaut mal auf den Boden. Kein Unkraut, das es mitnehmen kann beim Schwaben. Schon sauber ist der Boden, ohne Unkraut. Ja, da ist ein kleines. Ja, das macht mehr Freude. Das andere mit Unkraut am Boden finde ich also überhaupt nicht gut, werde ich nie mehr machen. Striegeln. Das können die Biobauern machen. Die bekommen auch mehr für ihr Produkt. Da können sie sich auch ein bisschen mehr Arbeit machen. Mein Kommentar war zu dem Weizenfeld dort oben.
das gestiegelt wurde. Ja, ich müsse mich halt an das gewöhnen, an das Beikraut am Boden. Das sei gut für den Boden. Und ich denke, Unkraut braucht der Boden nie. Der ist genug bedeckt mit dem Getreide. Nach dem Getreide wird eine Gründüngung gesät und ich unternehme alles, um Unkrautabsamen zu verhindern. Ich arbeite jetzt auch nur mit einem Kreisel und überschlage den Schwab, so dass er unten auch ein bisschen besser trocknet. Es ist ein bisschen spitzfindig, bei zweifelhafter Witterung hätte ich sicher gepresst, aber wenn es so gut ist, möchte ich auch die kleine Restfeuchtigkeit am Boden wegbringen, um optimales Stroh zu kriegen für diesen Winter. So, und geparkt. Noch ein bisschen zurück. Der war ja Sumpf. So, 6:10 Donnerstagabend, erster Wagen geladen. Ja, ich denke, dann immer viel Arbeit in der Bühne, muss ich die Ballen drüber runterrollen und auch noch aufschichten. Da geht es nicht schnell. Ja. So haben wir einen Wagen und morgen einen ganz schönen Tag. Sollte dann funktionieren. Hoffe ich, dass ich dann am Freitagabend fertig werde. Weil Samstag ist bei uns Nationalfeiertag, wäre eigentlich Sonntag. Ich könnte natürlich auch arbeiten, aber möchte es auch nicht am Nationalfeiertag. Gut, angehängt. 1991 Gründung der Eidgenossenschaft. Die drei Kantone Nidwalden, Obwalden, Uri haben sich zusammengetan gegen
Die Habsburger, die unser Land besetzten, jawohl. Und mit Höhenfeuer haben sie sich Signal gegeben, Widerstand zu leisten gegen die Habsburger. Und so entstand da die Schweiz 1291. Aber es ging noch lange, bis da die gesamte Schweiz, wie sie jetzt besteht, zusammen war mit den verschiedenen Kantonen. So ungefähr die Geschichte der Schweiz in Kurzform, nicht vollständig und vielleicht auch nicht ganz richtig. Nehmt mich nicht ganz beim Wort, wenn da war irgendwo ein Fehler ist in meiner Erzählung. Es ist bereits schon fast 8:30. Feierabend für Bauerhaus. Ich nehme diesen Wagen mit den 14 Ballen nach Hause, stelle den unter Dach und dann kann ich am Morgen entladen, weil ja am Morgen sind die Ballen noch feucht vom Tau, da kann ich nicht sofort beginnen mit nach Hause nehmen. Und gehe dann noch schnell ins Feld runterschauen, wie viele Ballen es dort gegeben haben. Ich hoffe, ich habe genug. Ich brauche ein Stück für 2 Tage, eine Rundballe. Und dieses Feld oben habe ich jetzt verkauft, 1 Hektar, weil ich dachte, aber ja, es ist genug. Und plötzlich denke ich, habe ich genug?